Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. So, wir starten heute ein bisschen später. Ja, wie es manchmal so im Leben ist, gell? Auf der Reise sind einige ungeplante Dinge gestern passiert, die dazu geführt haben, dass wir uns entschieden haben, dann doch in Istanbul zu übernachten. Haben kurzfristig eine Freundin angerufen, die sich mega gefreut hat, dass wir hier bleiben. Und wie sich dann später herausgestellt hat, war das wohl auch ganz gut, weil in Bulgarien die Grenzen sehr, sehr voll sind, die Menschen stundenlang über die Nacht hinweg dort wohl auch gewartet haben. Und bei uns hat es letztendlich dazu geführt, dass wir eigentlich durch die interessante Verquickungen dazu gekommen sind, zu sagen, okay, wir bleiben vielleicht dort doch in Istanbul, ohne zu wissen, aber für irgendwas wird es gut sein. Und ja, dementsprechend heute Morgen jetzt ein bisschen leichte Verzögerung, um wirklich auch zu gucken, dass Technik und alles funktioniert. Ist wunderbar, klappt alles, ihr hört mich, soweit ich sehen kann und erkennen kann. Von daher, ja, möchte ich euch ganz, ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu Reflexion und Kommunikation mit ganz lieben Grüßen aus Istanbul. Und wir wollen uns heute mit der Fragestellung beschäftigen, wie verbessert Reflexion unsere Kommunikationsfähigkeiten? Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da alles zusammenkommt. Insofern seid ihr ganz herzlich eingeladen, mit dazuzukommen und eure Beiträge, Gedanken etc., ersten Impulse mit reinzubringen, sodass wir gemeinsam einen Reflexionsraum entsprechend eröffnen können heute. Für die, die heute zum ersten Mal mit dabei sind, nochmal kurz der Hinweis oder zur Erinnerung: Wir zeichnen über die gesamte Zeit auf und das Ganze wird später auch veröffentlicht. Dementsprechend, wer mit dazukommt, ist automatisch damit einverstanden, dass das auch veröffentlicht wird. Und wir haben drei kleine Raumregeln: einmal ein Profilfoto, auf dem ihr zu erkennen seid, Vor- und Nachname und mindestens einen Satz in der Bio. Wer damit nicht einverstanden ist, kann natürlich gerne den Chat einfach nutzen, sodass wir die Möglichkeit haben, das eine oder andere hier im Verlauf dann entsprechend auch aufzugreifen. Und damit begrüße ich ganz herzlich Marc an meiner Seite. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Marc. Was sind deine ersten Gedanken? Merhaba nach Istanbul und hallo in die Runde. Ja, ich beginne mal ganz aktuell mit der Reflexion und Kommunikation. Die Reflexion und die Kommunikation beginnt eigentlich vor der Kommunikation. Und zwar genau mit dem Punkt, dass du jetzt da bist, liebe Jasmin. Wenn ich mich verabrede oder ich bei zu wohnen, so wie heute bei dir in deinem Deep House Club, dann weiß ich ganz genau, weil wir uns so lange kennen, selbst wenn du gestern nicht kommuniziert hättest, dass es da Verspätung gab, wie auch immer, dann kenne ich dich jetzt so lange, dass ich weiß, es macht keinen Sinn, einen Raum anzukündigen, den ich da nicht teilnehme. Wenn es aus irgendeinem Grund vorher bekannt gewesen wäre, dann hätte Jasmin das kommuniziert. Und ohne dass du das kommuniziert hättest, nur mit der Reflexion, nur mit der Bewertung und Betrachtung einer Person, wie sie sich verhalten hat in der Vergangenheit, wüsste ich, dass sich das aufklären wird. Also die Antwort, warum etwas später stattfindet, habe ich da noch nicht. Aber ich weiß dann ganz bestimmt, dass es nicht beabsichtigt war und kann da die Situation schon einschätzen und hätte, ohne dass du was kommunizieren hättest müssen, genau gewusst, der Deep Talk Club findet entweder später statt, also weil es irgendwelche technischen Pannen gibt, oder es kommt irgendwann mal eine Erklärung, es ist was ganz, ganz Furchtbares passiert, was mir bei niemandem oft, dass man gar keine Möglichkeit mehr hat zu kommunizieren. Aber erstmal wäre ich davon ausgegangen, es verschiebt sich alles und es wird sich aufklären. Und das bedeutet für mich, die Reflexion und Kommunikation fängt also schon viel, viel vorher an, bevor überhaupt irgendjemand was gesagt hat, nämlich auch mit der Beobachtung und mit Einfühlungsvermögen. Ja, wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Und das Interessante in diesem Zusammenhang ist ja, dass dann hier ganz offensichtlich eben auch die Erfahrungswerte, in dem Fall jetzt mit einer bestimmten Person, auch eine Rolle spielen. Das heißt, wir können angeknüpft an Vorerfahrungen, die wir mit einer Person beispielsweise gemacht haben oder mit einer Sache, könnte man ja jetzt auch adaptieren auf Sachen, dass wir da diese Vorerfahrungen, die wir gemacht haben, durchaus auch nutzen können, zum Beispiel um die Situation oder die Geschehnisse zu bewerten, durch eine Reflexion, die vorangestellt ist, um dann zu bestimmten Gedanken, Bewertungen zu kommen oder auch wieder ein entsprechendes Handeln, Entscheidungen abzuleiten etc. Und da ist jetzt interessant eben dieser Aspekt, weil Kommunikation, wir hatten das ja auch schon in dem Raum, wo wir über Kommunikation gesprochen haben, man kann nicht nicht kommunizieren, ganz bekannter Satz von Watzlawick, dass eben trotz der Tatsache, dass keine Kommunikation beispielsweise stattfindet, trotzdem eine Art an Vorerfahrungen hier in diesem Fall jetzt angeknüpft, dann durch Verbindlichkeit, durch dieses normalerweise findet es immer statt
Und das hat eine gewisse Regelmäßigkeit. Es ist nie in Anführungsstrichen ausgefallen, sodass man sich dann tatsächlich darauf verlassen kann, in Anführungsstrichen ohne miteinander gesprochen zu haben, dass es auch heute wieder stattfinden wird. Und das ist total verblüffend an der Stelle, dass dann eben auch eine eigentlich nicht stattgefundene Kommunikation, angelehnt an Vorerfahrungen in der Kombination mit Reflexion sozusagen, dann zu bestimmten Schlüssen uns auch führt. Und das finde ich ganz spannend. Vielen Dank, Marc. Magst du hier weiter anknüpfen? Hast du weitere Beispiele mitgebracht? Ja, ich habe ein Beispiel mitgebracht, was ihr hoffentlich nicht habt, weil ich nutze natürlich jetzt auch die technischen Hilfsmittel und gucke, was ich zu den bestimmten Themen finde. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ChatGPT ein wichtiges Merkmal zu der Eingabe Reflexion und Kommunikation überhaupt nicht ausgeworfen hat. Und das ist das Unsichtbare. Und das finde ich viel, viel spannender. Ich habe nur das Sichtbare gefunden. Also ChatGPT hat dann gesagt, wie ich im Gespräch reflektiere, wie ich zuhöre und so weiter. Und ich habe jetzt dafür auch ein Beispiel mitgebracht. Was ich von Clubhouse gelernt habe, was wirklich dazu geführt hat, dass sie meine komplette Webseite noch an dem gleichen Tag gelöscht hat, ist ein Wort: Mehrwert. Welchen Mehrwert bieten wir unserem Gegenüber bei der Kommunikation? Und als Beispiel dafür war meine Internetseite, in der ich ganz klassisch meine Produkte vorgestellt habe und habe mich dann gefragt, welchen Mehrwert biete ich denn da meinem zukünftigen Kunden? Wenn ich ein Spezialist bin für ein Produkt und dann meine Produkte rausstelle, davon gehe ich aus. Da brauche ich nicht näher reingehen, weil ich gehe erstmal davon aus, dass der Markt mich nicht belügt. Und der Mehrwert, den ich dann herausgestrichen habe, war überhaupt nicht mehr über meine Produkte zu sprechen, sondern verallgemeinert zu sagen, was Werbemittel für eine Funktion haben, welche Vorteile man damit hat, wie man eingesetzt hat, dass wenn jemand diese Webseite liest, weiß, oh, da habe ich was gelernt. Ich habe jetzt einen Mehrwert bekommen. Und jetzt, um auf unser Kommunikationsthema einzugehen, mit dem Mehrwert meine ich zum Beispiel auch, ich kann sagen, was du reflektiert hast, aber wenn wir uns jetzt treffen in Frankfurt, in Jasmin, und du hast vorher in dem Raum schon mal erzählt, dass du vielleicht lieber, das ist jetzt angenommen, also hypothetisch, das weiß ich nicht, dass du ein totaler Naturfreak bist, dass du dich unheimlich gern in der Natur bewegst und ich komme aus London zurück. Und du fragst mich, Marc, wie war deine London-Reise? Dann muss ich reflektieren und sagen, obwohl wir uns gut kennen, interessiert Jasmin überhaupt das wahrscheinlich gar nicht, weil ich ihr keinen Mehrwert biete, weil die Jasmin mit Städten und Häusern und so überhaupt nichts anfangen kann. Dann weiß ich, die Jasmin ist nett zu mir und das weiß ich auch zu schätzen. Sie fragt mich, wie das war und dann werde ich kurz und knapp antworten, toll, super, tolle Stadt und werde das so kurz wie möglich halten, weil der Mehrwert, den ich dir mit meiner Antwort liefern kann, gleich null ist, weil ich das überhaupt nicht berührt. Und das hat auch was mit Respekt in der Kommunikation zu tun. Wenn ich aber merke im Gespräch, gleiches Gespräch, wir unterhalten uns und du sagst, du Marc, ich überlege mit meiner Familie, ich würde vielleicht unheimlich gern nach London gehen, da wollte ich schon mal immer hin und mich fasziniert das, entwickelt sich ein ganz anderes Gespräch, dann kann ich dir den Mehrwert mit meinen Erfahrungen geben. Ich sage, oh, Jasmin, dann rufst du mich aber vorher an, bevor du das machst, weil ich habe vielleicht ein, zwei Punkte, auf die du nicht kommst, weil ich diese Stadt schon so oft besucht habe. Und was ich damit sagen wollte, das Unsichtbare zu finden, das ist manchmal sehr, sehr schwer bei jedem Thema, weil ChatGPT diese Erfahrung, die da stattfinden, dass Menschen ja vielleicht auch nur aus Höflichkeit antworten oder diese ganzen Instrumente, die wir in die Hand bekommen haben, wie ich reflektiere und wie ich auf dich eingehe, dass da ganz, ganz vieles nicht gesagt wird oder auch nicht aufgezeigt wird. Und ich habe heute Morgen noch, als ich mir den Kaffee gemacht habe, gedacht, ich bin eigentlich dankbar, dass sich so viele Menschen nicht mit dem Thema Reflexion beschäftigen. Ich bin wirklich dankbar, weil das genau das ist, was es mir hilft, mein Geschäft besser voranzutreiben, weil es unheimlich viele unreflektierte Menschen gibt. Ich betone, unreflektierte Menschen bedeutet nicht, dass diese Menschen dümmer sind, dass diese Menschen nicht gebildet sind, dass diese Menschen nicht Spezialisten sind. Das sind einfach unreflektierte Menschen, die sich nicht mit dem Gegenüber beschäftigen und durch diese Unreflexion unheimlich viel Businesspotenzial beschäftigen. Noch ein Beispiel, dann finde ich fertig, liebe Jasmin. Ich kriege zum Beispiel Anfragen von Produzenten, ungewollt natürlich, ob wir und sie hoffen auf eine Zusammenarbeit. Wenn die einmal auf meiner Webseite gewesen wären, wüssten die, dass ich nur Baseballcaps mache. Die bieten mir aber Jogginghosen und T-Shirts und so weiter an. Das heißt, die beschäftigen sich nicht mal mit dem Gegenüber und verschenken dadurch viel Potenzial. Und ein Hauptteil meiner Aufgabe ist, ich verdiene mein Geld mit Sprechen und mit der Reflexion. Und der größte Teil meiner Arbeit findet im Unsichtbaren statt, weil sehr, sehr viel Zeit auf die Reflexion eingeht, weil ich in ein Gespräch, auch das kommt noch dazu,
findet ein Gespräch im Gegenüber statt. Das heißt, sehen wir uns in Frankfurt. Ich sehe sofort, wenn ich auf dich zukomme, ob du lachst und ich kann die Arme aufmachen und. Oder habe ich nur die Möglichkeit, Kontakt mit einem Menschen aufzunehmen am Telefon? Das funktioniert ganz anders. Da ist die Zeit, die mir meistens bleibt bei einem Erstkontakt, 60 bis 300 Sekunden. Also muss ich mich sehr reflektieren und vorbereiten, damit ich 60 bis 300 Sekunden effektiv nutzen kann. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und da waren ja jetzt einige Sachen dabei. Gerade das Beispiel mit dem, mit der London-Reise etc., was du aufgemacht hast, wo du eben auch die Entscheidung angelehnt daran, was du annimmst, was dein Gegenüber, wie weit das tatsächlich das Interessensgebiet auch deines Gegenübers ist an der Stelle, dann auch in die Tiefe zu gehen, also zum Beispiel kurz oder lang, oberflächlich oder tief etc. Das heißt, hier hat es auch was mit Situational Awareness sozusagen zu tun, also wirklich in der Situation auch nochmal zu schauen. Und das ist natürlich etwas, was denn, weil in dem Zusammenhang die Vorerfahrung jetzt eines Tools wie ChatGPT jetzt mit einer bestimmten Person sozusagen in dem Fall fehlt, sondern kann ja eher nur ganz allgemeine Fragen beantworten, wird vielleicht auch vollumfänglich ganz viele Aspekte mit aufgreifen, aber dann eben zu entscheiden, was davon passt dann auch in dieser Situation zu diesem Gespräch, zu dem Gesprächspartner etc., ist dann etwas, was wir wieder angelehnt an gewisse Vorerfahrungen allgemeiner Natur und dann aber auch Vorerfahrungen mit dieser Person beispielsweise dann entsprechend aufgreifen können und vor dem Hintergrund einer bestimmten Reflexion eben auch einsetzen und anwenden können. Was ich jetzt auch noch mal ganz interessant finde, ist in Bezug auf die Kommunikationsfähigkeiten per se. Also nicht nur, wie beeinflusst es die Kommunikation mit meinem Gegenüber, sondern auch meine Fähigkeiten der Kommunikation sozusagen an der Stelle. Möchte ich in diesem Zusammenhang auch noch mal diesen Aspekt der Klarheit, wir hatten den Begriff schon mehrfach auch aufgegriffen, mit reinbringen, denn dadurch, dass ich dann eine gewisse Reflexion hinter mich gebracht habe, reflektiert habe, habe ich dann natürlich auch die Möglichkeit, also erlange ich Klarheit sozusagen. Und diese Klarheit verhilft mir ja dann auch eben diese Situational Awareness entsprechend auch anzuwenden, einzusetzen. Und das sehen wir dann an ganz, ganz verschiedenen Stellen. Und auch das mit den Kundenanfragen, die du zum Beispiel angesprochen hast. Je intensiver ich dann zum Beispiel auch mich mit bestimmten Aspekten beschäftige, wie zum Beispiel, was mein Gegenüber für eine Expertise mitbringt, erleben wir übrigens auch ganz häufig, dass wir verschiedene Nachrichten bekommen, wo es darum geht, möchtest du auch XYZ oder wie auch immer? Und da ist es dann häufig so, dass allein durch den ersten oder zweiten Satz bereits deutlich wird, dass diese Person sich eben mit meiner Person überhaupt nicht beschäftigt hat, sonst würde der eine oder andere Aspekt eben als Frage gar nicht formuliert werden, weil es einfach direkt hinfällig wäre. Und das sind dann Zeichen natürlich für unser Gegenüber sozusagen an der Stelle. Aber hier wirklich auch nochmal zu gucken, die Kommunikationsfähigkeiten bei uns. Das heißt, dadurch, dass eine Reflexion stattgefunden hat, wie verändert das dann eben auch auf der einen Seite meine Kommunikation meinem Gegenüber und auch die Fähigkeit meiner Kommunikation, dass wir da vielleicht nochmal auch differenzieren und da auch nochmal konkreter drauf schauen. Damit möchte ich gerne erstmal Stefan mit einbinden und Jürgen kommt auch gleich noch mit dazu und dann können wir gerne Querbezüge herstellen. Stefan, einen wunderschönen guten Morgen. Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch an euch, liebe Jasmin, lieber Marc und alle anderen hier mit dem Raum. Erstmal generell immer großen Respekt, Jasmin, dass du trotz aller Widrigkeiten, die wir natürlich im Alltag manchmal so erfahren, trotzdem immer eine Bank bist, wenn es darum geht, wie ernst du das nimmst, bei Clubhouse einfach gute Räume zu gestalten und dass du da auch immer sozusagen wirklich, egal was ist, dann auch tatsächlich dann hier am Start bist. Das ist einfach toll. Zu dem Thema selber, da waren ein paar Punkte, die auch Marc zum Beispiel aufgegriffen hat in Bezug auf Business und Kommunikation. Ob das jetzt über eine Webseite ist, ob das auch schon alleine über eine Visitenkarte ist. So wie ich mich halt gebe, auch wenn ich nicht in der direkten Kommunikation bin, ist die indirekte Kommunikation ja auch sehr wichtig in der Reflexion. Es geht ja, glaube ich, nicht nur darum, dass ich mit meinem Gegenüber die richtige Kommunikationsebene finde,
Oder dass ich eben halt dort auch eine Optimierung vornehme und eben halt schaue, ne, wie kommt halt auch das Gespräch an, bin ich erfolgreich mit meinem Abschluss, wenn es jetzt um Business geht, ist das Vertrauen da, habe ich die richtigen Dinge gesagt und so weiter. Also diese Selbstreflexion in der Kommunikation, so auf Business-Ebene, ist enorm wichtig. Klar, wir machen es natürlich jetzt auch oft beruflich so, dass wir bei Unternehmen immer schauen, welche Art von Kommunikation ist derzeit vorhanden und wo hapert es dort, ja? Also Stärken-Schwächen-Analyse. Ich weiß, das Wort Schwäche ist nicht besonders beliebt, aber es ist ja nun mal so. Und ich glaube, es macht ja auch, mit Schwächen umzugehen, macht ja auch stark. Also von daher finde ich es eher sehr positiv. Irgendwie muss man es ja auch benennen können. Und ich glaube halt, dort ist wirklich ein Blick wichtig in beide Richtungen, nämlich einmal die direkte Kommunikation, wenn ich mit Menschen spreche, verstelle ich mich oder spule ich ein Programm ab, was eigentlich völlig uninteressant ist für mein Gegenüber. Ich glaube schon, dass man das durchaus trainieren kann, da richtig aufzutreten, die richtigen Dinge zu sagen, auf den Punkt zu kommen und auch letzten Endes durch Empathie auch zu punkten. Das ist auch wichtig. Vertrauen kommt oft durch Empathie zustande, durch ein gepflegtes Aussehen, ne? Also gibt es ja viele Komponenten. Vertrauenswürdigkeit ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Kommunikation. Und von daher kann ich diese Punkte nachvollziehen und Selbstreflexion in der Kommunikation indirekt über eine Webseite, wie gesagt, oder verschiedene andere Elemente ist auch enorm wichtig. Da sollte ich auch einen Blick drauf werfen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Dann lass uns direkt Jürgen auch schon mal mit einbinden und dann, wie gesagt, die Querbezüge herstellen. Jürgen, einen wunderschönen guten Morgen auch dir. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Jasmin und lieber Marc, Stefan und alle anderen im Raum. Es kann sein, dass ich jetzt etwas mäander mit meinen Gedanken, aber ich war oder bin primär angetriggert durch dieses Zitat von dem Watzlawick, das du angeführt hast, liebe Jasmin, man kann nicht nicht kommunizieren. Das war nämlich genau der Aufhänger für mich. Wohlweislich, ich halte mich sehr eng an die bewusste Ausrichtung der Kommunikation jetzt auf die Reflexion und nicht so sehr auf allgemeine Dinge der Kommunikation. Dass ich mich gefragt habe, bedingt die Reflexion insofern eigentlich eine Kommunikation? Ich kann der Kommunikation nicht ausweichen. Sprich, diese Reflexion, die Innensicht, die ich aufnehme, also mit primärem Fokus auf mich selbst, gegebenenfalls auch dann mit einem anderen, setzt eine Kommunikation voraus, wenn ich an diesem Satz von Watzlawick mich aufhalte. Und dann habe ich mich gefragt, ja, so eine Kommunikation, die ist nicht einfach da. Die muss ein Initial haben. Und genauso wie für die Reflexion, ich sehe das beides getrennt. Meines Erachtens ist das beides getrennt. Was das bindende Glied ist, meines Erachtens, zwischen beiden, ist das Bedürfnis, das uns treibt, überhaupt zu reflektieren. Das heißt, auch mit der Kommunikation mit mir selbst, in meiner isolierten Innensicht, ohne dass ich jetzt zum Beispiel mich mit dem Marc oder mit dem Stefan austauschen möchte, ich will in mir bleiben und reflektieren, habe ich ja einen Counterpart, nämlich mich selber als Reflexionsebene, was Reflexion ja aussagt. So. Und jetzt gehe ich auf eine Stufe höher und übertrage das auf eine Reflexion mit dem Markt zum Beispiel. Dann ist meines Erachtens die Voraussetzung für eine Kommunikation, dass ich dem Markt mein Bedürfnis mitteile, beziehungsweise meinem Bedürfnis einen Namen gebe. Dieser Kommunikation eine Überschrift gebe. Und wenn der Bogen meines Erachtens auch etwas weit gespannt war für das Beispiel von Marc mit dem London und wie geht's dir, dann denke ich, ist das genau der Anknüpfungspunkt für eine spezifische Kommunikation im Reflexionsprozess, dass nämlich das Bedürfnis zur Kommunikation
ganz klar und deutlich formuliert ist und damit auch ein Ziel meiner Reflexion verbunden ist und der ganzen Kommunikation darüber hinaus eine gewisse Struktur und Logik gibt. Für mich ist es insofern eine ganz spezifische Art der Kommunikation, die uns, den Reflektierenden, in eine stringente Struktur und in die Notwendigkeit, dieser Kommunikation einen Begriff zu geben, hineinzwingt. Das ist derzeit mein Stand der in Anführungsstrichen noch nicht Erkenntnisse aus diesem Raum. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr Lieben. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und ich möchte gerne noch mal als weiteren Impuls oder weiteren Aspekt angedockt an die Sachen, die schon gesagt wurden, eben noch mal mit aufgreifen, zu überprüfen, inwieweit dann eben eine Reflexion, die stattfindet, beispielsweise auch unabhängig davon, ob wir das jetzt verbal kommunizieren oder nicht, aber wenn wir verbal in die Kommunikation gehen, dann auch dadurch, dass wir Klarheit beispielsweise erlangt haben, auch unsere Kommunikation verändert. Also allein schon, wir kennen das möglicherweise, wenn wir im Denken sind, während wir sprechen und wir haben das vorher noch nicht durchdacht, was wir sagen wollen, dann hören sich unsere Sätze in der Regel ganz anders an oder es entstehen viel mehr Pausen und so weiter. Während wenn es etwas ist, was ich vorher schon mal die Gelegenheit hatte, mich damit zu beschäftigen, zu befassen, zu reflektieren, dann auch die Sätze ganz anders strukturiert, viel klarer rübergebracht werden können beispielsweise. Und hier nochmal das zu überprüfen, wie sich eben auch die Fähigkeit der Kommunikation an der Stelle, also der Umgang mit Sprache zum Beispiel auch verändert. Das vielleicht nochmal so als weiteren Punkt. Und damit bin ich jetzt gespannt, Marc, Stefan, Jürgen, an welchen Stellen wollt ihr dann vielleicht auch nochmal andocken, um jetzt Querbezüge herzustellen? Okay, dann würde ich, fange ich einfach mal an, Stefan. Du hast gerade gesagt, lieber Jürgen, einmal hast du was ganz Tolles gemacht, genau das habe ich dann auch gefunden zum Thema Reflexion. Du hast das, mein Gesagtes, du hast das Gesagte reflektiert und zeigst dadurch uns im Raum, dass du aktiv zuhörst und versuchst, unsere Botschaft zu verstehen und auch gleichzeitig durch deine Gefühle deinen eigenen Standpunkt zum Ausdruck bringst und so funktioniert auch Kommunikation. Und ein Teil vorher, ich springe etwas zurück, hast du gesagt, wenn ich versuche jetzt auch das zu wiederholen, um zu schauen, ob ich dich richtig verstanden habe, dass ja auch das Bedürfnis der Kommunikation da sein muss. Und damit, das ist halt extrem schwierig. Ich komme wieder darauf zurück, dass ich Jasmin in Frankfurt sehe. Und ich mag die Jasmin unheimlich. Und ich freue mich unheimlich, die Jasmin zu sehen. Aber ob ich das Bedürfnis habe, mit ihr zu kommunizieren, oder ob sie das Bedürfnis hat, mit mir zu kommunizieren, das kann ich bis zu dem Augenblick, wo wir uns sehen, gar nicht feststellen, weil so viele Dinge passieren. Vielleicht kriege ich einen Anruf, vielleicht bin ich mit meiner Familie beschäftigt und vielleicht laufen tausende von Dingen in meinem Kopf ab. Ich freue mich auf darauf, die Jasmin in den Arm zu nehmen. Das bedeutet aber nicht, dass das Bedürfnis da ist, mit ihr zu kommunizieren, weil sich vielleicht eine Minute vorher irgendwas ergeben hat, wo ich gedanklich so total woanders bin, dass das Bedürfnis, mit ihr zu kommunizieren, auf null runtergeht, weil ich einfach meine Gedanken nicht klar habe und so weiter. Und das, diesen Gedankengang, der hat mich gerade getriggert. Jürgen, weil du sagst, vor der Kommunikation, also wir treffen uns, du triffst auf einen Menschen und da muss einfach klargestellt werden, ob da überhaupt das Bedürfnis der Kommunikation besteht. Und das erfordert ja auch dieses Reflektieren, was wir jetzt heute nicht sprechen, was wir jetzt oder auf den Punkt, wo du wolltest, über Klarheit und Verständnis und die Korrektur von Missverständnissen. Das gehört halt für mich auch zur Reflexion dazu, weil ich anhand, wenn ich Jasmin sehe, anhand von der Körperhaltung oder anhand, dass sie mehrmals auf ihr Handy gegriffen hat, vielleicht sehe, oh, die Jasmin scheint da gerade mit irgendwas beschäftigt zu sein, das hat nichts mit mir zu tun, aber die ist da gedanklich gerade in einem anderen Prozess. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man sein Gegenüber sieht, weil du ja dann anhand der Körpersignale sehen kannst, inwiefern der andere sich wirklich dir öffnet, dir zuhört, reflektiert und in einer wirklich relaxten Position ist. Das kann ich zum Beispiel nicht am Telefon sehen, was der andere da gerade macht oder was bei ihm versteht. Und daher ist das für mich am Rande auch, gehört das mit zum Thema Reflexion und Kommunikation, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Und dann würde ich gerne zunächst erstmal Jürgen nochmal die Gelegenheit geben, um direkt andocken zu können, um dann auch Stefan die Gelegenheit einzuräumen. Jürgen. Vielen Dank, liebe Jasmin. Um das zu korrigieren, herzlichen Dank, Marc, für diesen Hinweis. Ich habe mich in der Tat zu wenig konkret ausgedrückt. Es ging nicht nur ausschließlich um das Bedürfnis der Kommunikation, sondern was die Begrifflichkeit ausmacht, ist das zugrunde liegende Bedürfnis für die Reflexion. Das kann durchaus. Das ist jetzt etwas, worüber ich ehrlich jetzt nachdenken muss. Das kann durchaus auch dieses Bedürfnis zur Kommunikation und zwar in der Außensicht sein. Aber ich meinte mit Bedürfnis sowohl vom Seelenleid bis hin zu Himmel hoch jauchzend, dieses Bedürfnis. Dieses losgelöst von dem separaten oder spezifischen Bedürfnis der Kommunikation, was uns treibt, was mich im Innerlichen treibt, überhaupt zu reflektieren, das zum Thema zu machen. Aber vielen Dank nochmal für den Hinweis, unklar ausgedrückt. Ja, vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Ja, wie immer haben wir hier sehr komplexe Themengebiete. Und wenn ich jetzt natürlich auch mal zurückblicke, wie Kommunikation früher stattgefunden hat, ja, also wenn ich noch hier ins benachbarte Neandertal zurückblicke, wie seinerzeit die Kommunikation mit Händen und Füßen, also zumindest so, wie man sich das vorstellt, oder eben halt durch Höhlenmalerei, das erste Storytelling, was man so nachvollziehen kann, bis hin zu Kommunikationssituationen, als das erste Mal halt Städte entstanden sind, Gemeinschaften und so weiter. Ich glaube, das ist halt sehr, sehr interessant, sich da die Historie der Kommunikation anzuschauen. Wenn wir das jetzt so hier auf unseren Alltag beziehen, ist eben halt genau das, was wir ja auch hier versuchen herzustellen, Reflexion und Kommunikation, wie das sich quasi aufeinander auswirkt. Und ich glaube, da ist natürlich auch wichtig, immer zu wissen, in welcher Art von Kommunikationssituation befinde ich mich denn? Ja, also muss ich meinem Kind etwas beibringen? Versuche ich je nach Altersstufe etwas zu erklären und beizubringen, was mir sehr wichtig ist oder was in der Erziehung auch wichtig sein könnte fürs Kind? Ist es so, dass ich eine Streitsituation mit Freunden oder auch mit Vorgesetzten oder eben halt auch mit meinem Team habe? Wie gehe ich damit um? Wie klar kommuniziere ich? Und welche Methoden, welche Verhaltensmuster lege ich auch an den Tag? Weil es zum Beispiel das Gestikulieren ist ja auch eine Art Kommunikation. Ja, wir kennen das ja von der Autofahrt, wenn irgendwie irgendwas wem nicht passt und dann wird ja da auch kommuniziert. Entweder durch aggressives Verhalten, also ich benutze ein Element wie mein Fahrzeug und schneide irgendwie einen Weg ab oder bremse ihn aus, oder das ist ja auch eine Art von Kommunikation, wenn man so will. Bis hin zu irgendwelchen Handzeichen, da fängt das an. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, egal in welcher Situation ich bin, ob ich beim Bäcker morgens die Brötchen bestelle oder ob ich einen Smalltalk mit dem Postboten halte oder wie auch immer. Ich glaube, es ist schon immer wichtig, die gesamte Kommunikation im Auge zu behalten. Wie wirke ich denn? Welche Körpersprache habe ich? Halte ich Augenkontakt? Habe ich immer verschränkte Arme in der Kommunikation? Also so die Körpersprache finde ich auch ein sehr wichtiger Punkt in der Reflexion, weil man da auch sehr viel befreiter kommunizieren kann, sehr viel offener, mehr Empathie zeigen kann oder je nachdem, wie ich auch auftreten möchte. Ja, also es hängt ja auch immer von der Position und von den Zielen ab. Also von daher ein sehr weites Feld, aber sehr, sehr interessant auch bestimmte Dinge da mal zu hinterfragen. Ja, wunderbar, vielen, vielen lieben Dank. Und da möchte ich gerne einfach mal eine These reingeben. Die Reflexion ermöglicht, sich überhaupt mitteilen zu können. Und gerade bei diesem Aspekt des Mitteilens ist ja dann dieser Aspekt der Kommunikation möglicherweise dann auch wieder aufgegriffen. Wie steht ihr denn dazu, Jürgen, gerne? Ja, vielen Dank für diesen Steilpass, weil ich denke, wenn man sich versucht zu nähern dieser Thematik, also diese, sorry, selbst wenn ich jetzt als Zwiderwurzen rüberkomme, aber ich versuche mich, weil diese Kommunikation als Thema so eine Dimension hat, was wir ja schon erfahren haben in verschiedenen Räumen, eng an dieser Verknüpfung zu bleiben. Reflexionsprozess und
spezifische Kommunikation in diesem Reflexionsprozess. Lieber Stefan, ganz klar, ein hochkomplexes Thema, aber vielleicht können wir uns mal nähern, und jetzt nehme ich das initial von dir auf, liebe Jasmin, mal zu fragen, wofür überhaupt? Wenn man unterstellt, dass dieser Spruch von Watzlawick zählt und als wahr betrachtet werden kann, wir können überhaupt nicht kommunizieren, wir kommen einer Kommunikation nicht aus, dann ist es doch ein ganz wesentliches menschliches Begehr, diesem Muss, diesem, was ich nicht ausweichen kann, einen Nutzen zuzuordnen. Was ist denn der Nutzen aus der Kommunikation? Und ich komme immer wieder auf die gleiche Schleife. Wenn es keine Kommunikation gäbe, könnte ich trotzdem reflektieren. Und ich bin der Meinung, in der Innensicht, allein schon in der Innensicht, der Satz von Watzlawick stimmt, ich komme einem Gespräch nicht aus. Aber ich bin auch der Meinung, dass ich neben einer Begrifflichkeit, wenn ich mich hinsetze und reflektiere, ihr Lieben, und sage, ich fühle mich jetzt beschissen, ja, und ich gehe jetzt in mich und ich möchte wissen, warum ich ausgerechnet heute so schlecht drauf bin. So, dann gebe ich im Grunde genommen damit dieser Reflexion einen Begriff. Und der hat Sinn und Zweck darin, meines Erachtens, meine Gedanken zu streamlinen, nicht zu meandern, nicht nach links und rechts auszuweichen, sondern ich mache das zum Thema. So, und wenn das, und das kann meines Erachtens, und das bleibt auch bei uns allen, nicht nur als Thema stehen, sondern es verknüpft sich ein Ziel, eine Antwort auf das Wofür, nämlich in dem Fall, ich fühle mich beschissen, ich will mit der, aus der Reflexion rausgehen, auf jeden Fall zu verstehen, warum es mir heute so bescheiden geht, und dann zu sagen, jetzt brauche ich jemanden, mit dem ich mich darüber unterhalte. Lieber Marc, wie siehst du denn das? Pass mal auf. Das ist für mich die wesentliche logische Verknüpfung jetzt dessen, was ihr beigetragen habt, zu meinen Überlegungen, dass ich sage, jawohl, Haken dran. Ich komme einer Kommunikation nicht aus. Aber ich muss sie strukturieren, muss ihr einen Titel geben und muss in irgendeiner Form auch ein Ergebnis produzieren. Selbst wenn ich feststelle, ich versage dabei oder ich komme zu keinem Ergebnis. Auch das ist ein Ergebnis. Bitte erinnert euch, auch ganz, ganz anderer Kommunikationen, die wir pflegen im geschäftlichen Bereich, dass wir rausgehen und sagen, wir haben kommuniziert, aber im Endeffekt haben wir kein Ergebnis. Auch das ist eins. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich möchte gerne diesen Aspekt noch erweitern, um diesen Punkt beispielsweise der Körpersprache, den Stefan auch nochmal mit reingebracht hat. Das heißt, wenn ich jetzt dann sozusagen kommuniziere mit Marc, ist das nicht unbedingt verbal. Also es muss nicht unbedingt über die Sprache erfolgen. Das heißt, wir haben, weil wir gesagt haben, Kommunikation ist sehr weit, und wenn wir auch ausgehen von diesem, man kann nicht kommunizieren, ist man ja auch gleichzeitig bei diesem Aspekt, den Stefan mit angesprochen hat, über Körpersprache etc. Das heißt, wie verändert sich dann sozusagen beispielsweise mein Auftreten, meine Ausstrahlung oder Aktivitäten, die ich möglicherweise vollziehe, vor dem Hintergrund der Reflexion, die stattgefunden hat, ohne dass ich auch überhaupt ein Wort vielleicht mit meinem Gegenüber dann drüber spreche, aber trotzdem in der Wirkung sozusagen etwas anderes damit entfalte, vor dem Hintergrund, dass eine Reflexion stattgefunden hat. Marc, du wolltest noch was sagen, und dann gerne Stefan. Ich kann jetzt darauf nicht antworten, liebe Jasmin, weil ich mich gedanklich auf was anderes vorbereitet habe. Und zwar, ich wollte auf Jürgen eingehen. Der Jürgen hat vor ein paar Minuten gesagt, was treibt uns eigentlich an, also bei der Kommunikation? Und damit habe ich zwei ganz, ganz kurze Beispiele. Ein wichtiges, warum wir kommunizieren, das ganz, ganz wichtig ist, das Überzeugen. Und mir ist aufgefallen, das ist mir noch nie so bewusst geworden, aktuell aufgefallen, dass viele Menschen versuchen zu überzeugen mit wirklich blöden Techniken. Und mir hilft da die Juristerei. Da bin ich nur nicht drauf gekommen. Ich habe im Krankenkreis mitbekommen, wenn es zum Beispiel bei der Überzeugung darum geht, als Abteilungsleiter einen Menschen in den Schutz zu nehmen. Und das ist aktuell passiert, dass jemand gesagt hat, das hat der Herr Müller so nie gesagt.
dann habe ich zu meinem Freund gesagt, du, das ist total interessant, sowas in der Diskussion anzuführen, wie ich behaupten kann, das hat meine Partnerin die gesagt, weil wenn wir jetzt vor Gericht wären, würde ich als gegnerischen Anwalt innerhalb von einer Minute den zerpflücken und sagen, hör mal zu, Marc, du bist nicht 24 Stunden mit deiner Partnerin zusammen. Du kannst einfach nicht zu 100% sagen, dass sie das nicht gesagt hat. Du kannst das denken, aber diese Aussage ist wissenschaftlich und faktisch falsch, weil du nicht 24 Stunden am Tag mit dieser Person verbringst, wird aber als rhetorisches Stilmittel benutzt. Das hat er nie gesagt, um das zu verstärken. Und das Gleiche ist auch in Diskussionen. Ich führe das nur an, weil mir das in der Politik und bei allen Themen immer aufpasst, wie so eine Argumentationskette funktioniert, indem wir andere beeinflussen wollen, also indem wir andere auch wollen, dass die unsere Überzeugung annehmen und unsere Reflexion teilhaben. Wenn es darum geht zu sagen, alle Personen sind so, also alle Personen handeln so, alle Personen einer bestimmten Gruppe sind so, dann macht es mir immer unheimlich Spaß, wenn ich darauf antworte, ich hatte eine 5 in Mathematik, aber was ich wirklich begriffen habe, ist, alle sind immer 100%. Wenn es nur eine Abweichung gibt, nur eine, also von 100 Personen eine anders ist, dann können wir schon mal nicht von alle sprechen. Bitte drück dich klar und deutlich aus. Und das wird in der Kommunikation oft gebraucht. Die Kunst der Kommunikation ist halt auch weglassen von kleinen Wörtern. Und lieber Jürgen, von dir habe ich sehr viel gelernt. Durch das Schauen auf die Begrifflichkeiten, durch das Schauen wirklich auf jedes Wort und das Nachdenken und Reflektieren von jedem Wort, haben wir ganz, ganz andere Möglichkeiten in der Kommunikation, ganz, ganz andere Ergebnisse zu erzielen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Stefan. Ja, wir können ja immer nur so Teilaspekte selber ansprechen und generell ist es so, das, was du jetzt auch nochmal von mir aufgegriffen hast mit der Körpersprache, ist zum Beispiel auch so, dass ich auch merke, wenn du, obwohl ich dich ja nicht sehe, merke ich, ob du jetzt gerade lächelst, ja, oder ob du sozusagen wirklich richtig Freude hast, dieses Format zu moderieren, oder ob du jetzt gerade abgelenkt bist und so weiter. Das kann man bei einer Radiomoderatorin oder beim Radiomoderator auch heraushören, ob der gerade richtig dabei ist oder ob der das jetzt irgendwie abspult, sein Programm. Und das ist auch wichtig, das, was ich nicht sehe, in der Kommunikation auch wahrzunehmen. Das finde ich auch ein sehr interessanter Aspekt, darauf mal zu achten, bei Dingen, die ich jetzt auch zum Beispiel am Telefon, ich meine, wenn viele versuchen jetzt nur noch digital zu kommunizieren, ich halte es zum Beispiel, wenn ich Dinge irgendwie regle, finde ich so ein E-Mail-Ping-Pong sehr, sehr nervig, muss ich sagen, auch wenn ich das halt klar formuliere, kommen trotzdem irgendwelche Rückfragen, wo ich immer denke, okay, ich habe das doch klar formuliert, was ich gerne als Antwort habe. Ich habe eine Erwartungshaltung in der Kommunikation auch dargestellt. Also wenn wir jetzt über die schriftliche Kommunikation zum Beispiel sprechen, es hat sich ja auch sehr, sehr viel verändert, ja, also auch so generell, wie wir kommunizieren und wie auch durch das Verhalten in Messenger-Diensten, wie wir unsere Sprache reduzieren, wie wir nur noch mit Emojis und ich sag jetzt mal mit Abkürzungen oder, ne, das sieht man ja auch in der Jugendsprache, wobei ich das jetzt sehr gut finde, ja, dass man da eigene Wege und quasi neue Dinge mit reinbringt, um Sachen zu definieren. Das ist ja auch eine ganz eigene Sprache, wenn man so will. Ja, ist ja, und das finde ich halt alles so interessant an diesem Aspekt. Und ich finde, also Jürgen schätze ich ja immer für seinen Hang oder was heißt, also ne, für das, was er ja öfter macht, so eine gewisse Metaebene auch herzustellen oder halt, wie gesagt, was er auch mag, schätzt, diese Begrifflichkeiten einfach genauer unter die Lupe zu nehmen, um das eher zu verstehen und dann das Thema dann entsprechend aufzubereiten. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt zu komplex versuche, Menschen eine bessere Kommunikation beizubringen oder zumindest eine Hilfestellung dazu leisten, dass viele auch sehr überfordert sind, weil es halt so ein komplexes Thema ist. Und ich glaube, wenn man zu sehr in die Tiefe geht erstmal, das ist schon wichtig, ja. Also man muss immer quasi die Wurzel ja auch irgendwo erkennen. Aber ich finde es auch wichtig, dass Kommunikation einen leichten Einstieg bekommt, dass man einfach Ziele setzt, klar und verständlich zu kommunizieren. Alleine schon die Aussprache, spreche ich Endungen mit, bin ich verständlich, ja, und solche Dinge. Also ich glaube, es gibt so viele tolle Aspekte, die man halt nach und nach aufgreifen kann. Und das kann man mit Sicherheit nicht alles an einem Tag lösen.
Ja, vielen, vielen lieben Dank. Und mit Blick auf die Zeit würde ich gerne Jürgen auch nochmal die Gelegenheit geben, an der einen oder anderen Stelle anzudocken, um dann anschließend gemeinsam in die Abschlussrunde überzugehen und zu gucken, wie können wir das dann jetzt wieder zusammenführen, was wir hier ein Stück weit auseinandergedröselt haben, um eben im Hinblick auf die Fragestellung des Raumes nochmal so eine Art Subsumption dahinter zu schalten oder Zusammenfassung hinzubekommen. Jürgen, magst du noch mal andocken, bevor wir in diese Abschlussrunde übergehen? Ja, vielen Dank, aber ich halte mich ganz bewusst kurz und gehe auf das ein, was du in deinem vorletzten Beitrag angetriggert hast, nämlich die Verbindung zwischen dem, was wir denken, was wir reflektieren und dem Körper. Und wir hatten dieses Thema auch schon mal. Der Körper denkt mit. Der Körper ist ein Teil des Denkprozesses. Und es mag sich jeder selber mal beobachten, wenn er in einen Reflexionsprozess geht. Ich bleibe wieder bei dem Beispiel. Ich fühle mich heute sehr schlecht und sehr demotiviert. Dann ist es nachvollziehbar an der eigenen Körperhaltung, wie wir in diese Kommunikation auch mit uns selbst gehen. Denn der Körper nimmt diese Signale, diese Emotionen auf und reagiert auf der psychosomatischen Ebene ganz einfach, indem er einen Hormoncocktail entsprechend produziert, der uns zum Beispiel ja, in eine gebeugtere Haltung, in eine höhere Herzfrequenz führt und, und. Okay, und mit diesem Input starten wir in diese Kommunikation. Wäre vielleicht auch noch ein Thema im Bereich der Methoden, liebe Jasmin, denn ich denke, dass wenn man das weiß, wie der Körper Einfluss nimmt auf die nachfolgende Kommunikation, sich dadurch auch ganz wesentlich der Reflexionsprozess beeinflussen lässt. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Gerne auch von deiner Seite noch mal notieren, lieber Jürgen, damit wir das eben entsprechend bei diesem Methodenteil auch mit aufgreifen können und hier noch mal den Blick drauf richten können und das nicht in Vergessenheit gerät. Ich habe es mir auch notiert. Und ja, dann lasst uns damit gerne für heute in die Abschlussrunde übergehen. Marc, Stefan, Jürgen, in der Reihenfolge. Was möchtet ihr aus diesem Raum heute noch mal highlighten? Marc. Ja, bei mir entsteht ganz oft, das Wort habe ich noch nicht verwendet heute, Selbsterkenntnis, indem ich mich auf das Gesagte hier in dem Raum oder auch bei einem Telefonat mit Jürgen reflektiere, kann ich meine eigenen Gedanken über das Gefühl und das Thema besser verstehen. Und durch das besser Verstehen, durch den Austausch und durch die Reflexion darüber entsteht bei mir dann eine neue Selbsterkenntnis. Danke für die neue Selbsterkenntnis heute mit euch und einen guten Start in den Tag. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Stefan. Ja, wie immer ist es natürlich interessant, die verschiedenen Ausführungen quasi mit aufzugreifen und auch die Sichtweisen zu sehen zum Thema Kommunikation. Aber generell ist es ja so, dass ich denke schon, dass es ein entscheidender Faktor ist für eine effektive Kommunikation, Selbstreflexion walten zu lassen und weil es einfach eine bewusste Auseinandersetzung ist mit dem eigenen Verhalten, mit den eigenen Gedanken, mit seinen Emotionen umzugehen und auch generell Zielsetzungen auch klarer zu definieren. Und von daher ist es, glaube ich, sehr, sehr interessant, natürlich auch tiefer zu blicken, was bedeutet das eigentlich für uns? Haben wir einen negativen Alltag, weil wir nicht richtig kommunizieren oder sind wir erfolglos deswegen? Und so weiter. Oder was macht unseren Erfolg aus? Was macht es aus? Warum finden wir diese Art von Freunde und wie auch immer? Also ich glaube, es ist halt schon nach wie vor sehr interessant, Reflexion und Kommunikation durchaus mal mit auf den Plan zu nehmen und auch, ich sag mal, Dinge zu notieren. Ja, das ist ja auch immer, glaube ich, sehr wichtig, weil uns gehen ja Millionen von Gedanken da durch den Kopf und das immer zu ordnen. Und ich meine, wir reden ja jetzt nur über einen Teilaspekt. Wir reden ja grundsätzlich seit Monaten darüber, wie wir uns optimieren können und welche Methoden gibt es dort und so weiter und so fort. Also letzten Endes müssen wir uns ja eigentlich unser Leben lang optimieren. Das ist auch gut so. Aber am Ende müssen wir natürlich auch so ein bisschen geordnet vorgehen und Prioritäten setzen und auch ein Stück weit an die Hand genommen werden. Wie machen wir das auch? Ja, oder wie können wir das halt in den Alltag umsetzen? Und ich glaube, diese Mischung aus Selbsterkenntnis, emotionale Intelligenz und auch mit Empathie klare Botschaften formulieren und aber auch eine Feedbackaufnahme zulassen,
dass das halt dazu führt, in der Selbstreflexion oder in der Reflexion eine bessere Kommunikation zu gestalten. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank, Jürgen. Ja, mein Aufruf, beziehungsweise erstmal mein Dank, insbesondere dir, liebe Jasmin, dass du diesen Raum dennoch heute zustande gebracht hast, und den Dank an euch, lieber Marc und Stefan, und mein Aufruf, lasst uns gemeinsam in die Reflexion gehen und in die Kommunikation, auf jeden Fall mit uns selbst, was uns die heutige Stunde gestohlen aus dem Paradies gebracht hat. Einen schönen Tag noch euch allen. Ciao, ade. Ja, wunderbar. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, und lasst uns wirklich tatsächlich auch nochmal nachwirken lassen. Ne? Das eine oder andere ist in den Räumen eben noch nicht abschließend, um dann zu gucken, wie sich nachher die Puzzleteile, in Anführungsstrichen, so nenne ich das immer ganz gerne, dann auch wieder zusammensetzen wird, was dann eine Erkenntnis ist, die im Laufe des Prozesses dann auch mit den verschiedenen Räumen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten unter dem Dachthema Reflexion dann eben auch wieder aufgemacht wird durch die verschiedenen Perspektiven und die verschiedenen Tiefen, die wir spezifisch dann nochmal uns anschauen und an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch das Gefühl haben, was ist denn jetzt eigentlich das Ergebnis daraus? Und dieses, was ist denn eigentlich das Ergebnis daraus, zum einen auch mal wirklich anzunehmen, dass es offen bleiben darf an der Stelle, nochmal selbst zu überprüfen, das eine oder andere gedanklich weiterzuspinnen und auf der anderen Seite eben einfach sich die Zeit auch zu nehmen und den Raum dafür auch zu geben, das eben reifen zu lassen, weil in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit bestimmten Themen sozusagen zu beschäftigen, verschieben wir den Fokus unseres Gehirns und dadurch alleine werden dann in den nächsten Tagen, wenn wir die Themen auch aufgreifen, einmal in den Räumen, aber auch über die Räume hinaus, das eine oder andere vielleicht euch begegnen, wo ihr denkt, ah, und hier ist eine Verknüpfung, ist ja spannend, interessant. Und plötzlich hat man Beispiele, die man aufgreifen kann, die man vielleicht vorher gar nicht gesehen hätte. Also von daher bin ich ganz, ganz spannend, wie sich das weiterentwickelt hier. Und morgen werden wir in jedem Fall weitermachen mit Reflexion und Innovation, unabhängig davon, wo wir sind, ob wir es geschafft haben, die Türkei zu verlassen oder nicht. Ich bin echt gespannt. Im Grunde genommen versuchen wir es jetzt schon seit 2 Tagen. Also es hat jetzt echt ordentlich lang gedauert. Mal schauen, was dann so die Herausforderungen des Lebens dann bis morgen 24 Stunden sind. Und in jedem Fall ist aber eins klar, wir werden es wieder schaffen, hier den Raum aufzumachen und Reflexion und Innovation darüber zu sprechen. Und die Subheadline ist, wie kann Reflexion die Kreativität und Innovationskraft fördern? Beziehungsweise kann sie das überhaupt? Und da bin ich total gespannt. In diesem Sinne seid ihr ganz, ganz herzlich eingeladen, morgen früh auch wieder um 8 Uhr mit dabei zu sein und gerne in der Main Hall einfach gucken. Falls ich irgendwie zeitlich was verschieben sollte oder so, dann trage ich das auch entsprechend ein. Aber der Raum wird auf jeden Fall irgendwie wieder zustande kommen und wir werden da sein, um wieder die Reflexion gemeinsam in den Tag zu starten. In diesem Sinne freue ich mich. Bis dahin. Ciao.